Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich brauche eure Hilfe, Leute. Ich muss sagen, ich bin wirklich in letzter Zeit ziemlich in einer Gedankenschleife gefangen, wo ich einfach nicht mehr weiß, was jetzt. Ich bin wirklich sehr, sehr am Überlegen, was möchte ich auf meinem Kanal bringen, welchen Content möchte ich euch zur Verfügung stellen, was wollt ihr sehen. Das sind alles Faktoren, die ich einfach beachte und wo ich mir denke, okay, ich habe ultra Spaß an Real Life und ich möchte ultra gerne einfach so mehr von mir zeigen, mehr von meinem Real Life zeigen. Aber in manchen Situationen denke ich mir, boah, ich hätte jetzt so Bock wieder auf ein Gaming-Video. Ich würde so gerne jetzt eine Runde Overwatch hochladen. Ich hätte vielleicht auch mal wieder Bock auf eine Runde Minecraft. Ich weiß es einfach nicht und deswegen seid ihr gefragt. Ich möchte gerne von euch wissen, warum habt ihr mich abonniert und was, also, was war das ausschlaggebende Spiel? War es jetzt Real Life? War es jetzt ein 15 Fakten über mich Video? War es jetzt ein Minecraft Video? War es jetzt Overwatch? Schreibt es mir einfach in die Kommentare, damit ich weiß, was ihr sehen wollt und warum ihr mich abonniert habt. Weil ich bin immer so am Überlegen. Natürlich, ich habe jetzt sehr, sehr viel Real Life gemacht. Ich bin runtergefallen von 32.000 Abonnenten auf mittlerweile 28.000 Abonnenten. Das sind, ist natürlich schon für mich ein sehr, sehr großer Verlust. Und ich finde das natürlich auch schade, aber ich kann es verstehen, wenn ich auf einmal sage, von einem Tag auf den anderen, ja, ich mache jetzt nur noch Real Life. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wenn dann die Leute sagen, nee, tut mir leid, das interessiert mich nicht, ich gucke nur bei dir Minecraft oder ich gucke nur Gaming bei dir, dass diese Leute dann sagen, ich deabonniere dich. Aber dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mal sagt, was ihr eigentlich gerne sehen wollt, weil ich bin eigentlich offen für alles, ich habe die Zeit dafür, dass ich am Tag irgendwie ein Gaming-Video mache und dann jeden zweiten Tag ein Real-Life-Video plus ein Gaming-Video. Ich habe die Zeit dafür. Das Ding ist nur, ich brauche Motivation und die Motivation nehme ich aus euch, aus euren Likes, aus euren Kommentaren, aus euren Worten einfach, die ich lese. Und es ist halt für mich echt schwer und ich bin dann halt echt immer irgendwie auch, man merkt mir das auch an, dass ich immer drüber nachdenken muss, was ich jetzt genau möchte. Ich bin mir da eben nicht so sicher und wenn ich mir bei, ich war jetzt seit 2013 aktiv auf YouTube und habe immer nur Minecraft gebracht, immer nur Gaming und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, bis dann vor kurzem irgendwann so dieser Punkt bei mir ankam, wo ich sage, ey, irgendwie macht mir Minecraft gar keinen Spaß mehr oder nicht mehr so viel Spaß wie früher. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich nicht die richtigen Projekte hatte. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich nicht mit den richtigen Leuten aufgenommen habe. Aber ich möchte diese Motivation von früher wieder finden und die finde ich eben durch euch. Und deswegen würde es mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare eben schreiben würdet, warum ihr abonniert habt, wer ihr vielleicht auch seid, euch so ein bisschen vorstellt. Einige von euch kenne ich ja schon und es würde mir einfach ultra viel bedeuten. Meine Gedanken dazu sind halt einfach nur, ich habe Angst, dass wenn ich jetzt täglich Gaming-Videos bringe und dann vielleicht immer wieder zwischendurch diese Real-Life-Videos mit Challenges oder Storytimes oder irgendwelchen Pranks an meinem Bruder, wenn ich das zwischendurch schiebe, möchte ich einfach nicht das Gefühl haben, diese Videos gehen unter, dadurch, dass jeden Tag ein Gaming-Video kommt oder dass eben diese Gaming-Videos untergehen, wenn Leute die Real-Life-Videos nur gucken. Ich habe halt einfach Angst, dass irgendwie durch diese Mischung aus Real Life und Gaming, dass dann eine Rubrik irgendwie total oder dass die ein Videos irgendwie total untergehen. Vielleicht versteht ihr mich bei dieser Angst, vielleicht auch nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich werde mir auf jeden Fall jedes einzelne Kommentar durchlesen. Und ja, das war es eigentlich so an sich von meinen Gedanken. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und ja, Leute, also wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen darüber. Ich werde mir jedes einzelne durchlesen, vielleicht auch sogar jedes einzelne beantworten. Und dann würde ich sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich dann schon mit dem Format, was ihr mir dieses Mal vorgeschlagen habt. Vielleicht Gaming, vielleicht Real Life, wer weiß. Ich bin für alles bereit und ich würde sagen, haut rein Leute, macht's gut und ciao.